In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang. Wir halten gemeinsam Ausschau nach Kranichen und wenn ihr Lust habt mitzukommen, dann bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Wir sind auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, welche an der südlichen Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Von Zingst aus starten wir eine Bootsfahrt durch den Barther Bodden in den Sonnenuntergang und hoffen dabei, Kraniche beobachten zu können. Los geht's! Und jetzt geht's los. Als erstes fahren wir in Richtung Meiningenbrücke, über diese wir auch die Insel befahren haben. Dort wird das Boot gedreht und anschließend den Strom in Richtung Osten durchfahren, in Richtung Barther Oy, Barther Bodden. Und auch bei der Barther Oy und dem östlichsten Spitze der Insel Kiel werden wir uns nachher mal eine Weile aufhalten und schauen, dass wir hier ein paar Kraniche bei ihrem Einflug beobachten können. Die Kranichsaison geht ja so langsam erst los. Von Tag zu Tag werden es hier mehr Tiere. Sie kommen auch noch relativ unregelmäßig eingeflogen. Die ersten sammeln sich bereits. Gestern Abend konnten wir so 100 bis 150 Tiere in etwa beobachten. Aber etwas Geduld werden sie noch mitbringen müssen. Es ist noch relativ hell heute Abend. Sie haben das schöne Wetter mitgebracht. Und die Kraniche kommen nachher wirklich erst, wenn es langsam schummrig wird. Von daher ein bisschen Geduld werden wir noch brauchen. Und wenn nichts dazwischen kommt, sind wir nach ca. 2 Stunden heute Abend wieder zurück im Hafen von Zingst. Schwarze Vögel hier an der Uferkante sitzen, sind ja alles Kormorane. Kormorane ja die besten Freunde der Fischer. Am allerliebsten fressen sie den Aal und davon bis zu 1 Kilo am Tag. Und dann haben wir etwa die 5000 Brutpaare bei uns im Nationalpark, die unter Naturschutz stehen. Da kommt bei den Fischern Freude auf. Ja, aber die erste rechts voraus, die Meiningenbrücke erreicht, erbaut 1912 als reine Eisenbahnbrücke. Die Bahn fuhr damals von Stralsund über Bad Zingst bis hin nach Prerow. In Prerow war eine Drehscheibe dort vor die Lok gedreht und dann ging es hier wieder retour. Ja, für den Schiffsverkehr kann die Brücke in der Hauptsaison 4-mal täglich öffnen, 2-mal morgens und 2-mal abends. Dazu dreht sich das Brückenhäuschen zur Seite weg. Die neue Brücke dahinter klappt hydraulisch auf und somit ist dann auch der Weg für den Schiffsverkehr frei. Bedingt durch das Brackwasser haben wir eine recht große Vielfalt an Fischen vertreten. Ich kann hier mal die wichtigsten aufzählen, wie zum Beispiel den Plötz, den Barsch, den Blei, den Karpfen, den Hecht, ja, und Zander nicht zu vergessen und natürlich auch den Aal. Dementsprechend wird hier auch Fischerei betrieben, nämlich die Reusen- und die Stellnetzfischerei oder im Winter sogar das Eisfischen. Und die Lebensbedingungen sind nicht nur für Fische ideal, es leben ja auch viele vom Aussterben bedrohte Vogelarten, wie zum Beispiel der Alpenstrandläufer, der Kampfläufer, der Seebitz, Schnäbler, Uferschnepfen, Rotschenkel, Brandgänse, Nonnengänse, Weihnachtsgänse, Höckerschwäne und den Seehunde nicht zu vergessen. Ganz wichtig, die Weihnachtsgans. Die Weihnachtsgans ist ganz wichtig. Ja, die Rinder sind hier noch auf der Insel, die werden nachher in den nächsten 7 bis 10 Tagen auch abgetrieben, denn die Rinder stören jetzt hier nachher die Kraniche doch enorm. Wenn die Kraniche sich hier hinsetzen, scheuchen die Rinder sie immer wieder auf und das mag der Kranich nicht. Sie wollen hier wirklich in Ruhe stehen können, einen guten Überblick haben. Von daher müssen die jetzt nachher unbedingt hier wieder die Rinder. Ja, bei den Gästen insgesamt erstrecken sich unsere Gewässer ja von der Südspitze der Insel Hiddensee bis hin nach Ribnitz-Damgarten über eine Länge von etwa 80 Kilometern und wir befinden uns so etwa in der Mitte. Durchschnittliche Wassertiefe beträgt 2,5 bis 3 Meter, wobei diese Wassertiefe nur fürs Fahrwasser anzunehmen ist. Denn ansonsten sind die Boddengewässer eher sehr flach überall. Man muss sich hier sehr genau an das Fahrwasser halten. Gekennzeichnet wird es durch rote und grüne Fahrwassertonnen und weicht man da mal ab, kommt man da mal raus aus diesem Weg, sei es hier nur ein paar Meter, dann ist man meistens gleich fest. Dort ist das Knie tief und wir können zu Fuß nach Hause gehen. Und jetzt haben wir sie entdeckt. Da hinten fliegen die Vögel des Glücks. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist einer der größten Kranichrastplätze Mitteleuropas.
Ab September bis Mitte Oktober rasten hier bis zu 70.000 Kraniche. Und jetzt geht's für uns volle Kraft voraus wieder zurück. Aber einen herrlichen Sonnenuntergang können wir noch genießen und uns herzlich bedanken für die sehr unterhaltsame und informative Bootsfahrt. Und dann sind wir auch schon wieder zurück im Hafen von Zingst. Für uns geht's jetzt wieder in Richtung Heimat. Und beim Verlassen der Insel konnten wir noch kleinere Gruppen von Kranichen beobachten. Jedoch legen wir noch einen kleinen Stopp ein. Wenn ich ständig Autos vorbeifahren würde, könnte man immer schön die Kraniche Trompeten hören. Denn die sind nämlich da hinten. Da auf dem Feld stehen sie. Ich weiß nicht, ob wir das mit der Handykamera so hinkriegen. Ich ziehe nochmal ran. Da hinten stehen ganz viele. Wir stehen da unten mit dem Wohnmobil. Haben wir angehalten, hier ist nämlich so ein Kranich-Beobachtungs- oder Aussichtspunkt. Jetzt haben wir so meist in der Position gesehen, wenn sie natürlich fressen. So, und so wie sie fliegen. Aber nur von ganz weit weg. Ja, steht auch drinnen. Man soll sie aus dem Auto aus angucken, weil die Fluchtdistanz vom Auto ist nicht so groß wie von Menschen. Und da haben wir uns jetzt hier entschieden zu frühstücken. Zu frühstücken, genau. Wir frühstücken jetzt hier. Hab auch schon richtig Hunger. Ich auch. Also dann. Und halt immer Ausschau nach dem Kranich. Ja, die sieht man schön. Und wenn euch unser Video gefallen hat, freuen wir uns über jeden Daumen hoch. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal.